Hallo, ich bin Hendrik von der Ehrenamtagentur Essen und bei 5 Minuten Ehrenamt präsentieren wir euch spannende Gruppen, wo ihr mitmachen könnt. Heute mit Antonia, Adi und Lea von Start with a Friend. Hallo, danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Übersetzt bedeutet euer Gruppenname so viel wie, ja, starte mit einem Freund. Wer sind denn diese Freunde und wer startet? Die Freunde sind ein Tandem aus einem Local, also einer Person, die schon ja, lange in Deutschland lebt oder schon immer in Deutschland lebt, und einer Person, die neu nach Deutschland gekommen ist. Und unser Motto ist dabei: Aus Fremden können Freunde werden. Freunde zu finden ist ja nicht leicht, wenn man neu in ein Land gekommen ist. Vor allem dann findet man halt sehr schwer Kontakt zu Einheimischen. Dabei sind das ja eben Freundschaften, die uns Halt und Unterstützung geben und unverzichtbar sind für jeden und jeden Einzelnen von uns allen. Aber sie sind eben auch wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich finde, das ist ein richtig schönes Bild, weil wir kennen es ja alle, mit Freunden ist das Leben deutlich leichter. Erzähl uns mal, Antonia, wie ist euer Verein entstanden? Start with a Friend ist 2014 aus einer Berliner Initiative entstanden, und heute gibt es den Verein an mehr als 20 Standorten, wo eben auch Essen ein Standort ist. Bei uns gibt es 7 ehrenamtlich Engagierte, und wir organisieren auch jeden Monat Community-Events, wo eben jeder eingeladen ist dazu, mit uns was zu unternehmen, wie zusammen kochen, wandern gehen oder auch einfach mal einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Klasse. Was erlebt ihr denn in eurem Engagement und ja, was für Freundschaften vor allem konntet ihr schon stiften? Also in unserem Engagement als Team erleben wir natürlich ganz viel Zusammenhalt und Kreativität und dürfen als Team immer neue Leute kennenlernen mit ganz verschiedenen Hintergründen bei unseren Events. Und als Beispiel für Freundschaften, die wir schon zusammenbringen konnten, kann ich von meiner eigenen Tandempartnerschaft berichten mit meinem Tandempartner Özgür aus der Türkei. Wir haben uns gar nicht so oft treffen können bisher, aber trotzdem hat er mich nach der kurzen Zeit zu seiner Hochzeit eingeladen, und ich durfte einen von 15 Gästen sein und den tollen Moment miterleben. Und das ist eine richtig enge Freundschaft geworden. Und auch sonst bekommen wir von Tandems nach den 6 Monaten oft die Rückmeldung, dass wirklich enge Freundschaften entstanden sind. Stark. Aber wie läuft das ab? Ich werde jetzt ehrenamtlich Tandempartner und wie lerne ich jetzt mein Gegenüber kennen? Was macht ihr da so? Unsere Vermittler gucken dann eben, wer passt zusammen. Und wenn zwei Personen gefunden wurden, die ein Tandem ergeben könnten, werden beide dann per Mail darüber informiert mit einer kurzen Information zum Tandempartner. Und dann dürfen sie eben selber entscheiden, auf welchem Wege sie sich kontaktieren, über E-Mail oder über Telefonnummer, und ob sie beziehungsweise wann sie ihr erstes Treffen vereinbaren möchten. Also man gibt vorher an, so Sachen wie Hobbys, was macht man beruflich? Und dann schaut ihr, Mensch, die zwei mögen dieselbe Sportart, das könnte doch eine Verbindung sein. Genau, auf Hobbybasis und Interessen, oder man kann natürlich angeben, möchte man jemanden in seinem Alter oder ist es egal? Also damit jeder genau das bekommt, wo er meint, eine Freundschaft drauf aufbauen zu können. Ja. Natürlich, die Chemie muss stimmen, wie immer im Leben. Genau. Wenn ich jetzt mitmachen will und ehrenamtlicher Pate oder eine ehrenamtliche Patin werden möchte, was sollte ich denn an Voraussetzungen mitbringen? Also Vorfahren braucht man nicht. Man sollte also nur Neugierigkeit haben, Kontaktfreude, auch Menschen mögen und also offen vor anderer Kultur auch. Man braucht also auch geduldig sein und Empathie. Auch in unserem Tandem ist es wichtig, also wie wir mit anderen, also Beziehung auch zu umgehen. Wir haben Voraussetzungen nur 18 Jahre mindestens. Und vor Treffen ist, also sie werden das bestimmen. Wann haben sie Zeit und wo sollen sie sich auch treffen? Super. Klingt nach viel Freiheit und dass so gut wie jeder und jede mitmachen kann. Braucht ihr denn bei euch im Verein außer den Tandem, ja, Ehrenamtlichen noch weitere Unterstützung?
Ja, in unserem Team brauchen wir Unterstützung für Vermittlung und auch für PR-Team, auch Durchführung und Pläne für die Events auch. Ich würde sagen, macht mit, lernt Start with a Friend kennen und findet neue Freundinnen und Freunde. Danke, dass ihr hier wart. Danke dir.